Hallo und herzlich willkommen zu Aloha, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margret Hanunkur und ich bin psychologische Beraterin in Wien. Wie sieht es mit deinem Selbstvertrauen aus? Traust du dir etwas zu oder verlässt du dich vielleicht lieber auf andere? In der heutigen Aloha-Podcast-Folge dreht sich alles um die so wertvolle Fähigkeit des Selbstvertrauens und warum Selbstvertrauen eine so essentielle Säule für ein zufriedenes und selbstbestimmtes Leben ist. Zudem teile ich mit dir 5 konkrete Schritte, die du auch gleich umsetzen kannst, um das Vertrauen in dich zu stärken. Denn wie schon der Titel verrät, ist Selbstvertrauen dein Schlüssel zur Entfaltung. Und schlussendlich geht es ja genau darum, nämlich dein wahres Potenzial zu entfalten, wenn du wieder dein Leben nach deinen Vorstellungen leben möchtest und dich nicht länger von deinen Ängsten abhalten lässt, für dich loszugehen. Ich möchte dich gleich zu Beginn daran erinnern, dass es nie zu spät ist, deinen Weg einzuschlagen, wieder in deine Selbstwirksamkeit zu kommen. Denn eine der wunderbaren Folgen, wenn du wieder Vertrauen in dich fasst, ist, dass du erkennst, dass du etwas bewirken kannst und dass du für dich sorgen kannst und vor allem auch Verantwortung übernehmen kannst. Aber zuallererst, woher kommt es, dass manche Menschen nur so vor Selbstvertrauen strotzen und manche sich so gar nichts zutrauen? Unser Selbstvertrauen baut auf dem Fundament des Urvertrauens auf. Und dieses Urvertrauen, das haben wir alle. Zumindest haben wir es angelegt. Also das Vertrauen, das wir schon als Neugeborene oder Kleinkinder in unsere Bezugspersonen haben. Es ist das Vertrauen, das unsere Grundbedürfnisse wie Nahrung, Sicherheit, Liebe und Geborgenheit erfüllt werden. Es scheiden sich zwar die wissenschaftlichen Geister, ob es tatsächlich ein angeborenes Urvertrauen ist oder es nur eine Veranlagung ist zu vertrauen. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass wir alle mit diesem Urvertrauen ausgestattet sind. Worin sich alle einig sind, ist, dass Selbstvertrauen die Grundlage für unsere emotionale Stabilität im späteren Leben bildet und dass sich diese Fähigkeit in den ersten Lebensmonaten und Jahren durch die Beziehung mit unseren Bezugspersonen formt. Nicht immer sind die Voraussetzungen gegeben, dieses Vertrauen aufzubauen. Und dann merken wir im Laufe der Zeit, dass wir uns nicht wirklich zutrauen, für uns und auch für unsere Wünsche loszugehen. Selbstzweifel, Selbstsabotage, Ängste und auch das Abgeben von Verantwortung bestimmt dann unser Leben. Wir haben verlernt, auf uns zu vertrauen und sehen uns oftmals auch als Opfer der Umstände. Und hier ist mir ganz wichtig zu betonen, Vertrauen bedeutet nicht, dass immer alles gut und gerecht abläuft. Vertrauen bedeutet vielmehr, dass du dir zutraust, mit den Herausforderungen, die dir das Leben stellt, umgehen zu können und dass du vertraust, etwas auf dieser Welt und vor allem für dein Leben bewirken zu können. Diese Fähigkeit zu entwickeln oder eben auch nicht zu entwickeln, das hat maßgeblich mit unseren kindlichen Erfahrungen zu tun. Ja, manchmal wird sie uns sogar regelrecht abtrainiert, indem wir schon als Kinder nicht ermutigt wurden, Dinge auszuprobieren. Wir überbehütet erzogen wurden, immer wieder abgewertet und uns nichts zugetraut wurde. Es gibt viele Möglichkeiten, weswegen wir unser Selbstvertrauen nicht entwickeln konnten oder es sich auch im Laufe unseres Lebens durch verschiedene Erfahrungen und Herausforderungen verändert hat. Denn auch traumatische Erlebnisse können unser Selbstvertrauen wieder schmälern. Aber die gute Nachricht gleich dazu, du kannst wie so vieles andere auch lernen, dein Selbstvertrauen wieder zu aktivieren.
meine Empfehlung hier ist es, sich dabei auch wirklich professionell begleiten zu lassen. Denn wenn du dein Selbstvertrauen verloren hast, steckt meist eine Überzeugung dahinter, die nicht deine ist. Und genau die gilt es aufzuspüren. Und das kann allein oftmals langwierig und auch schwer sein. Also dir selbst zu vertrauen bedeutet, dass du weißt, dass du etwas bewirken kannst. Und das wiederum ist die Basis für Erfolg und Zufriedenheit. Das belegen auch zahlreiche Studien, nämlich dass Menschen mit einem hohen Maß an Selbstvertrauen in der Regel besser in der Bewältigung von Herausforderungen und bei der Verfolgung ihrer Ziele sind. Und dass ein stabiles Selbstvertrauen einen großen Einfluss auf die mentale und auch psychische Gesundheit hat. Was sind also erste praktische Schritte, die du zur Stärkung deines Selbstvertrauens machen kannst? Schritt Nummer 1. Der wichtigste Schritt überhaupt ist es, dich bewusst dafür zu entscheiden. Also ein kräftiges Ja, ich will wieder Vertrauen in mich aufbauen. Und erst wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kommt Schritt Nummer 2. Praktiziere Selbstmitgefühl. In herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, Mitgefühl mit dir zu entwickeln. Erkenne an, dass du gerade durch eine schwere und herausfordernde Zeit gehst. Erlaube dir, deine Emotionen zu fühlen, ohne dich dafür zu verurteilen. Selbstmitgefühl bedeutet, liebevoll und fürsorglich zu dir selbst zu sein, so wie du es für einen Freund oder eine Freundin wärst. Es ist ein wesentlicher Schritt zur Selbstakzeptanz und zum Selbstvertrauen. Sobald du deine Gefühle anerkennst, dann kannst du auch zum dritten Schritt übergehen. Übernimm Selbstverantwortung. Das ist ein ganz entscheidender Schritt zur Stärkung deines Selbstvertrauens. Anstatt dich als Opfer der Umstände zu sehen, erkenne, dass du die Kontrolle über dein Leben und deine Entscheidungen hast. Entscheide dich ab heute, die Verantwortung für deine Handlungen und auch Entscheidungen zu übernehmen und setze dir klare Ziele. Das müssen noch nicht die ganz großen sein. Aber wo kannst du jetzt schon Verantwortung übernehmen? Dieser Schritt ist deshalb so wichtig, weil er dir ermöglicht, aktiv Einfluss auf dein Leben zu nehmen. Selbstverantwortung stärkt dein Selbstwertgefühl, indem es dir zeigt, dass du die Fähigkeit hast, dein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Im vierten Schritt geht es um Selbstreflexion. Wenn du dir bewusst Zeit nimmst, dich, deine Gefühle, deine Gedanken und deine Handlungen bewusst zu reflektieren, dann hast du ein mächtiges Werkzeug zur Entwicklung deines Selbstvertrauens an der Hand. Nimm dir die Zeit, darüber nachzudenken und frage dich selbst, warum du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst oder wie du dich selbst siehst. Diese ehrliche Reflexion hilft dir, dich besser zu verstehen und hilft dir auch, mögliche negative Gedankenmuster zu erkennen. Der fünfte Schritt besteht darin, mutig neue Dinge auszuprobieren und aus deiner Komfortzone auszubrechen. Wenn du dich selbst herausforderst und Erfahrungen außerhalb deiner gewohnten Routine sammelst, wächst dein Selbstvertrauen. Sei bereit, neue Wege zu gehen, durchaus auch mal ein Risiko einzugehen und sei bereit, auch aus möglichen Fehlern zu lernen. Denn diese tragen, wie du bestimmt selbst schon rückblickend erfahren hast, maßgeblich zu deinem persönlichen Wachstum bei. All diese Schritte sind natürlich keine einmalige Sache, sondern am besten ist es, wenn du diese in deinen Alltag integrierst. Persönlichkeitsentwicklung erfordert Zeit und Übung. Abschließend möchte ich dich von Herzen ermutigen, auf alle Fälle den ersten Schritt zu machen, nämlich dich zu entscheiden, wieder für dich loszugehen und darauf zu vertrauen, dass dein Selbstvertrauen
der Schlüssel zu deinem Erfolg ist. Wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte für mich losgehen, ich möchte mein Vertrauen in mich stärken, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich bin hier, um dich auf deiner Reise zu begleiten und dich dabei zu unterstützen, dein Selbstvertrauen aufzubauen. Und genau das war einer der wesentlichen Gründe, warum es mir so wichtig war, mit meiner Praxis einen sicheren Ort für Menschen zu schaffen, die sich entschieden haben, zu verändern und wieder Vertrauen in sich zu fassen. Hier gibt es, wenn du das willst, auch deinen sicheren Raum, in dem es möglich ist, deine alten hinderlichen Überzeugungen zu erkennen, sie aufzulösen und in deine eigenen Glaubenssätze zu transformieren. Es ist der Platz, wo du den Mut entwickeln kannst, deine Träume zu leben. Es gibt so viele wertvolle Tools und effektive Werkzeuge, die dir dabei helfen, dein Leben wieder so zu gestalten, wie du dir das wünschst. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge sowie auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, iTunes oder deinen Daumen hoch auf YouTube, wenn dir diese Folge gefallen hat. Für mehr Inspirationen schau auch gerne auf meinem Instagram-Kanal @margrethanunkur-coaching vorbei. Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Margrethe.